Also das Karikaturmuseum gibt es seit 2001. Es ist wirklich einzigartig in Österreich, aber auch es hat eine sehr große europäische Dimension. Es gibt eine Handvoll wichtiger Museen in Europa und dazu gehört das Karikaturmuseum und wir sind auch wirklich sehr gut vernetzt. Aber das Besondere ist halt wirklich das, dass wir in Österreich auch einzigartig sind. Also das Karikaturmuseum ist ja etwas ganz Spezielles. Es wurde wirklich für den Zweck für Karikatur, für Cartoon-Comic erbaut. Und das Besondere daran ist, dass der Architekt selber auch ein Karikaturist ist. Gustav Beichel, ein wirklich sehr berühmter Architekt, unter seinem Künstlernamen Hieronymus zeichnete auch seine Karikaturen, hat eben dieses Objekt gebaut und diese Spitzen, die man an diesem Museum sieht, sind eigentlich abgewandelte Dächerspitzenhausformen von der Altstadt in Stein. Karikatur eignet sich sehr gut, dass man Skandale von früher oder wichtige Ereignisse nacherzählen kann. Ja? Und das Besondere an der Karikatur ist ja das, dass man sich an ein Ereignis, sieht man diese Zeichnung, nach 20, 30 Jahren sofort wieder erinnert. Und dann ist es toll, dass man eben eine Sammlung hat und mit einer Sammlung zusammenarbeiten kann und diese historischen Stücke auch wieder ganz neu entdecken kann. Also die Karikatur war eigentlich schon immer da in einer gewissen Form. Also früher waren es Spottbilder, es gab auch Graffitis, auch bei den Römern sozusagen. Also Karikatur hat immer eine Rolle gespielt, aber man spricht geschichtlich davon, dass es im 16. Jahrhundert entstanden ist von den Brüdern Caracci. Der Ausdruck formt sich aus dem überladenen Karren, Karikare, ja. Und man spricht davon, dass dort einfach begonnen wurde, und zwar nur unter den Künstlern, gegenseitig haben sie sich Spottbilder getauscht, Porträts von Fürsten, von Auftraggebern und so weiter. Und dann aber hat die Karikatur Schritt für Schritt auch mit den Medien, eigentlich parallel mit den Medien, die großen Erfolge gefeiert. Also die Karikatur ist ein unbedingter Bestandteil in unserem politischen Diskurs. Also Manfred Deix als Künstler ist für uns einfach eine wahnsinnig wichtige Säule. Er war auch Gründungsmitglied bei diesem Museum und darum ist es auch ganz klar, dass wir immer auch Deix-Arbeiten im Museum zeigen. Also das ist ganz wichtig, die werden immer wieder aktualisiert. Sie kommen aus den Landessammlungen in Niederösterreich. Aber es gibt immer einen Stock, wo auch die Deix-Fans oder eben Interessierte sich immer wieder an diesen Arbeiten erfreuen können, ganz klar.